Einen wunderschönen Sonntag, meine lieben Penguins-Freunde. Hier haben wir jetzt ein Replay von unserem Headhunter in seinem T-50-2. Reines Sechser-Matchup. Stellen wir doch hier nochmal schnell um, damit wir auch die Panzer sehen. Auf beiden Seiten, wir sehen es, ja, zwei Artis. Karte haben wir hier, Progrovka, Standardgefecht. Unser Headhunter hat keine Tarnung drauf. Ja. Kann man jetzt natürlich wieder sagen, Mensch, hat er mal drauf gemacht. Ist auch immer von Vorteil, aber hat er hier nicht gemacht. Soll aber das Ganze hier nicht schmälern, denn am Ende des Tages war es wirklich eine echt gute Runde. Jetzt fährt er hier ganz standardmäßig hier in der Mitte. Die meisten werden es kennen, das ist eigentlich so die Standardaufgabe von einem Leiter, da in der Mitte zu scouten. Gerade wenn man zwei Artis auch in seinem eigenen Team hat. Dankbar ist natürlich, dass er jetzt hier in seinem Team zweimal die M44 hat, im Gegnerteam eine LV und nur eine M44. Oh, da ist der erste eigene Pass auch schon gestorben, ne, der A46. Mal rüberschauen, da drüben in den Busch rein, E1 wollte er reinfahren. Auch eine sehr gute Position, nur blöd, wenn man aufgeht, dann ist man natürlich direkt tot. Ne. Das ist halt einfach ein bisschen die Krux an der Ecke. Jetzt ist er hier fleißig am Spotten auch einen Schuss abgegeben, hat er leider nicht mit getroffen. Durfte man aber auch nicht erwarten. Von der Aufteilung her ist es eigentlich relativ standardmäßig. Ein paar Leute am Hill, wir sehen es hier auf der Nullerreihe. Eine Cromwell auf C1 ist auch ganz praktisch, damit auf jeden Fall hier Kreuzfeuer reinkommt auf das, was auf die Zweierlinie pushen will, auch im Spot vielleicht kommen kann. Hier auf der Zweierline in den Büschen. Hinten das Nashorn ist wohl AFK, nicht da, wie auch immer. Schauen wir mal eben. Doch, im Spiel ist er, sonst wäre er nämlich ausgegraut. Und ja, jetzt geht das Ganze mehr oder weniger immer noch seinen gewohnten Gang. Oh, jetzt hat er hier einen Schuss kassiert, 86. zu 98 getradet und nochmal zweiten Schuss angebracht und am Ende des Tages A6 wieder rausgegangen. Insofern also hier alles positiv. Der Gegner ist jetzt mittlerweile auf dem Plateau oben drauf auf dem Hill. Ist jetzt auch sehr dankbar. Es ist keiner hier auch in der Kuhle von unserem Headhunter, um mit auf den Hill zu schießen. Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig und undankbar für die Leute, die am Hill stehen. Denn der Gegner hat hier der VK und die Stritzwagen, die potenziell rüberschießen können. Das heißt, bei einem Fehler kann das direkt bestraft werden. Da ist auch oben wieder die Krommel offen. Wenn man jetzt natürlich hier einen Heavy hätte oder auch einen anderen Mate, der sich hier stationär mit dem Büschen clever spielt, hätte er da locker schon mal die Krommel ein paar Schüsse fangen können aus der Mitte. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Drüben kassieren sie, einfach weil hier der VK und der Stritzwagen stehen. Das ist natürlich Sache der Artis, da auch auf den VK zu schießen. Ja. Jetzt wollte er sich gerade hier clever in die Büsche stellen, damit er vielleicht auch mal hochschießen kann, aber wurde dabei gespottet. Also heißt es einfach nur wieder in Bewegung bleiben. Ja, der eigene Stritzwagen ist schon sehr, sehr weit vorgefahren. Wäre jetzt gerade mit diesem Panzer nicht unbedingt das, was ich machen würde. Er hat zwar ein 4er-Magazin, und bis das nachgeladen ist. Ist gefühlt schon nächste Woche. Wegfahren kann er da nicht mehr, wenn er gespottet ist. Ist da auf jeden Fall definitiv dann tot. Jetzt hat er auch schon Hilfe gerufen. Wahrscheinlich ist er jetzt offen. Was auch nicht untypisch ist. Wir kennen es ja hier alle auf der 1er Außenlinie. Da steht eigentlich immer irgendwas. Und vom Gegner ist ja auch noch nicht viel aufgegangen. Da ist er ja WZ-Type Hellcat, also den Stritzwagen. Den wird es ja gleich dahin raffen. Jetzt unser Headhunter jetzt will jetzt nochmal den Schuss hier anbringen. Ein bisschen drüben snipen. Kann das auch gefahrenlos machen. Da erwartet ihn jetzt erstmal nichts, was ihn runterdrücken könnte. Da er auch einfach nicht gespottet ist. Ne? Da auch noch schön noch den Schuss blind auf den WZ draufgesetzt. Dann stand da immer noch. Nochmal zweiten, haben wir jetzt gesehen, der ist eingeschlagen. Der dritte, der könnte wieder gesessen haben. Das war jetzt durch den Busch etwas verdeckt. Und jetzt kann er endlich mal auf dem Hill ein bisschen helfen. Denn wenn da am Hill das Ganze geklärt ist, wäre das schon mal fürs Eigenteam sehr hilfreich. Das ist ja wieder aufgegangen, wahrscheinlich von dem Type, der sich jetzt hier in die Kuhle hat fallen lassen können. Ja. Natürlich jetzt für den Type an sich ungünstig, dass er nur noch so wenig HP hat. Heißt einmal Splash von der Arti
in die Kuhle rein und dann war es das mit ihm. Aber der muss natürlich erstmal aufgehen. Naja, in der Zwischenzeit, der Hill ist mehr oder weniger jetzt gesäubert. Der P43 hat sich vom Hill droppen lassen, ist jetzt unten. Der VK3002M zieht sich jetzt auch hier zurück. Ah, da kann er jetzt schön... Ah, schade, jetzt ist er doch aufgegangen. Hat er jetzt richtig schön an dem Stritzwagen sich abarbeiten können. Aber wenn wir das Ganze jetzt hier mal nur sehen, ne, 1396 Spotschaden ist schon ganz ordentlich. Also hat er seinen Job in der Mitte bisher wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt gilt es einfach nur zu hoffen, dass das eigene Team auch dementsprechend gut mitspielt und ja, die Panzer abräumt. Der MT-25, der dürfte jetzt auch demnächst Geschichte sein. Ne, er hat sich nochmal befreien können. Ah, den Type, den will er jetzt im Auto aimen. Oh, trifft ihn sogar. Ja, erster Kill. Ganz wichtig jetzt fürs eigene Team auch. Ja, und jetzt ist erstmal große, breite Ratlosigkeit. Was machen? Guter Rad ist teuer, auf der Zweierlinie kann er nicht viel spotten. Er kann nur immer wieder versuchen, in der Mitte, genau an dieser Ridge, an der Kuppel entlang zu fahren, um eventuell für seine Artis aufzumachen. Ja, vortreffliches Ziel, im besten Fall der Stritzwagen oder Cromwell B hier, der M6, der ist jetzt auch hops gegangen, woher auch immer der genau gespottet wurde. Jetzt ist hier Stritzwagen und Cromwell B offen, ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Gucken, ob die Artis da was trifft und jawoll! 23 Spotschaden. War aber auch nicht mehr drin. Der Stritzwagen hatte ja nicht mehr. Aber da ist ja auch noch eine Cromwell B. Von daher, Möglichkeit zum Spotten hat er noch genug. Wäre jetzt halt nur weiterhin wichtig, dass das eigene Team ein paar Gegner rausnimmt. Denn momentan steht es ja 6:8. Wir sehen es. Also zwei Kanonen hinten. Man mag es ja jetzt als Vorteil sehen, dass das eigene Team noch zwei Scouts hat, also unseren Headhunter und noch einen VK2801. Ich muss mal gucken, wo ist dieser VK überhaupt? Das ist jetzt echt mal eine gute Frage, wo der hin ist. Naja, vielleicht sehen wir später nochmal. Ja, jetzt sieht hier wieder die schöne Cromwell B auf. Ja, es sieht jetzt hier wirklich mehr oder weniger auch langweilig aus vielleicht. Ist aber genau das, was man in dieser Situation machen muss und auch sollte. Egal in welcher Stufe man fährt, ob jetzt 6er, 8er, 10er, 9er, wie auch immer. Gerade mit Artis ist es wichtig zu wissen, was habe ich für einen Scout, welche Möglichkeiten habe ich damit und wie kann ich eventuell auch die Mitte bespielen. E1, die Büsche sind natürlich immer, wir haben es ja auch gesehen am Anfang mit dem A46, ganz, ganz gefährlich. Er hat doch die Cromwell noch schön im Auto mitgenommen. Jetzt ist da die Cromwell B drin gefesselt. Ne? Also es ist unklug eigentlich in diese Kuhle zu fahren in der Situation. Gerade wenn man nur noch so wenig HP hat. Ne? Also Full Life, okay. Vielleicht noch, wenn man noch einen Panzer hat, der wirklich einen starken Turm hat, dass man nur mit dem Turm mal rausschaut und spotten kann. Ne? Aber insofern wieder dankbarer Kill fürs eigene Team. Oh, da hat die Arti schön die Hellcat erwischt. Ah, da kann er sich auch noch ein bisschen dran abrackern. Nimmt da noch einen Kill mit. Da sind wir schon bei 612 Schaden, ist natürlich jetzt für einen Scout bzw. in der Runde nicht ganz so dramatisch, aber wenn wir mal bedenken, schauen wir doch mal auf den Durchschnittsschaden. Ja. 85 Schaden pro Schuss im Durchschnitt, da sind wir bei 612, da hat er auch schon ein paar Schüsse, ist logischerweise angebracht. Bei 650 HP ist das also wirklich schon top. Also noch ein Schuss und er hat mehr Schaden gemacht, als er selber Strukturpunkte hat. Dann wäre man auch schon, zumindest für die eigene Leistung her, im positiven Bereich. Wenn man natürlich jetzt hier noch die Scout-Leistung bisher sieht, 1546, ist man sowieso schon im positiven Bereich, von der persönlichen Leistung her. Jetzt setzt er hier den Mittelspot an.
Ah, schade, ich hätte jetzt gedacht, er zieht jetzt einfach mal unten durch. Will gegen den P43 nicht gegenfahren. Würde ich persönlich auch nicht machen. Aber im schlimmsten Fall wirklich mit zwei Schuss ist unser Headhunter raus. Von daher ist es wirklich clever gewesen, da sich rauszuziehen. Gerade da ja noch nicht mal gespottet wurde von dem P43. War das da genau die richtige Variante. Ah, da kommt auch schon der P43. Ah, da hat er die gegnerische FV gespottet. Wollte jetzt eigentlich schießen auf den P43. Sieht aber ganz genau, Mensch, wenn ich jetzt schieße, gehe ich auf. Was ist jetzt wichtiger, den vielleicht gespottet zu halten oder einen Schuss anzubringen und dann eventuell selber ordentlich Schaden zu kassieren. Dann hat sich auch hier für die cleverste Variante entschieden. Einfach den Schuss nicht anzubringen, seine HPs im Spiel zu halten und wegzufahren. Jetzt kann er sich hier natürlich dankbar die FV holen. Oh, sogar getroffen aus der Fahrt. Schön. Ah, natürlich jetzt hier. Wir sehen, wie groß der Zielkreis ist. Da passt gefühlt viermal die ganze FV rein. Vom Volumen her. Aber egal, er hat ihn geholt. Der P43 will jetzt natürlich unseren Headhunter holen. Das ist jetzt ganz klar. Oh, schießt mit HE. Das ist natürlich jetzt relativ dankbar. Da hilft die AT auch noch mit. Schönes Ding. Ach, da hinten ist der VK 28. Jetzt sehen wir es hier auf A0. Meine Güte. Der hat sich aber echt die hinterletzte Ecke ausgesucht. Meine Güte. Jetzt ist es wirklich wichtig. Der VK, der scheint jetzt hier hinten gar nicht mitmachen zu wollen. Zu versuchen, möglichst lange die eigene Arti im Spiel zu halten. Ah, hier von dem WZ eingekriegt. Jetzt muss er hier natürlich aufpassen. Ah, noch einfach Mika vor. Es ist natürlich wirklich sehr schwierig. Jetzt muss er auf jeden Fall den WZ rausholen. Aufpassen, dass er nicht davon den Mika vor noch kassiert. Genau, schön abgebremst. Da nochmal versucht, händisch zu zielen. War aber natürlich nichts. Ah, jetzt fährt er hier ganz mutig nochmal drüber. Ist natürlich jetzt sehr riskant. Weil man immer noch gespottet war und der IKV da ja auch noch steht. Oh, der holt sich jetzt die Arti. Ist jetzt aber ganz, ganz, ganz dankbar jetzt das Ganze. Zumindest um sich die Arti zu holen, seinen fünften Kill einzusacken. Was jetzt natürlich dann mit der Su und dem IKV passiert, muss man dann jetzt nochmal abwarten. Na, wie gesagt, der VK, man konnte ihn auch gar nicht sehen, der ist da hinten so weit in der Ecke. Das ist echt... Also sowas bitte nicht machen wir uns. Ne? Also egal wie frustriert ihr seid von dem Spiel, stellt euch bitte nicht in so hinterletzten Ecken, wo ihr überhaupt nichts machen könnt. Da macht das Spiel lieber aus und dann verschont andere mit solchen dummen Aktionen. Oh, jetzt hat er jetzt einen fünften Kill eingesackt. Fast 1500 Schaden. 1729 ermöglicht. Von der HP her natürlich äußerst bescheiden. Gegner macht es eigentlich das Richtige, das Cap an. Also hier im Cap sich reinzustellen, anzucappen. Da ist einfach noch genug HP vorhanden bei den beiden TDs. Die waren, wenn wir das richtig in Erinnerung haben, noch fast komplett voll von den HP her. Und sehen wir es hier. In 2 Minuten geht die Runde noch insgesamt. Haben also schon ordentlich Zeit hier aufs Parkett gelegt. Und natürlich jetzt der Counter drücken. 20 Sekunden, das ist jetzt natürlich... Ui, 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 er hat jetzt ja auch schon mittlerweile auf der APCR umgeladen gehabt, damit er da bloß einen Safe-Shot bringen kann, weil das wird jetzt wirklich... ein Herzschlagfinale. Na, 7 Sekunden, 6 noch. Er will es natürlich auch nicht wegschmeißen, das ist jetzt echt... Oh, da ist die Su offen, 0 und... Oh, schön, da, das war jetzt wirklich, wir haben es gesehen, oben... Ganz, ganz knapp. Jetzt spielt er hier schön mit dem Busch. 15-Meter-Regel. Sollte man kennen. Wäre sonst ungünstig. 64 Punkte verringern. Heißt, den IKV hat er vorhin auch noch blind beschossen. Direkt daneben dann. Ah, genau, da ist er. Ah, jetzt kann er hier auch schön mit 2 Büschen sogar arbeiten. Genau, ich hätte persönlich schon direkt auf die Su geschossen. Dann hätte man das Thema schon mal vom Tisch gekriegt. Aber der IKV ist. Wenn man so möchte, ist das unentschieden. Jetzt auf jeden Fall safe. Wenn sich beide nicht wegschmeißen, mittlerweile hier, wir sehen es, der VK kommt auch da angerödelt, der ist auch mittlerweile aufgewacht. Das ist der IKV, da wird er gespottet. Ah, er will jetzt hier wirklich sicher gehen und noch Büsche zwischen sich und dem IKV bringen. Schönes Ding. Ah, jetzt kommt er nicht dran, jetzt ist er da hinter den Häusern. Natürlich etwas undankbar, da muss er jetzt die Häuser kaputt schießen. Jetzt müssen sie aber auch drauf. Also das ist jetzt, wenn man gewinnen will, muss man drauf.
Der VK, vielleicht bringt er jetzt endlich ja noch seine HP ein. Ja, wir sehen es jetzt da, dieses dämliche Haus. Er hat zum Glück einen schnellen Reload, von daher ist es kein Problem, das Haus kaputt zu schießen. Und dann auf die IKV, wir sehen es. Ein Schuss und zwei. Ah, daneben. Komm, jetzt den Kill holen wir noch. Jawoll. Ja, Glückwunsch. Richtig geile Runde. Wir sehen es. Schön, die Siegeinblendung nehmen wir noch mit. Hier, zwei Sekunden sind noch übrig gewesen. Also wirklich Herzschlagfinale bis zum Schluss. Ja, gerade auch hier mit dem Cap. 7 Kills, 2157 Schaden, da was wir auf jeden Fall sehen. Schauen wir gleich mal in der Gefechtsauswertung, ob wir vielleicht doch noch ein oder andere Pünktchen mehr haben, gerade auf dem WZ, der hinten noch stand. 1729 Schaden ermöglicht. Ist auf jeden Fall schon mal echt geil gelaufen, auch ohne Tarnung. Beim nächsten Mal vielleicht lieber Tarnung drauf machen. Läuft noch ein Stückchen besser, muss man nicht so viel mit der Büsche spielen. Und ja, bevor wir noch zu viel in Lobhudelei hier ausbrechen, schauen wir doch mal schnell zur Gefechtsauswertung rüber. Ja, was haben wir hier am Ende der schier unendlich langen Runde? 2423 Schaden tatsächlich am Ende selbst gemacht. Das sind da nochmal roundabout 300 Schaden mehr, die er da angebracht hat. Blind. Da war unter anderem ein EKV dabei und der WZ. Ja, kann man wirklich nur sagen, echt geile Runde. 1819 Basiserfahrung. Wir sehen es. 9 Medaillen. Gut, über Panzerass müssen wir uns hier nicht drüber unterhalten. Nebenbei noch die Pascucci-Medaille, aber auch logischerweise den Krieger, Großkaliber, den Verteidiger, weil er da das Cap resettet hat, mit dementsprechend vielen Punkten. Insofern wirklich eine richtig geile Runde. Was ich noch nebenbei sagen kann oder sagen möchte, das sehen wir ja jetzt hier nicht. Er hat nicht nur die im Video, beziehungsweise die im Spiel gesehenen 1729 Schaden ermöglicht, sondern insgesamt 2837. Also wirklich die Runde komplett alleine fast gerissen als Scout. Insofern an dieser Seite auch nochmal von mir wirklich Glückwunsch zu dieser richtig tollen Runde. Ich hoffe, wir sehen da mehr von dir. Ich denke mal, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Besucht uns auf dem TS, sprecht mit uns. Und ja, jetzt in den regnerischen Tagen, auch mit Corona, seid ihr natürlich gerne bei uns willkommen. Ansonsten noch einen schönen Sonntag, schöne Woche und bis nächste Woche.